Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es geht weiter mit dem Vlog. Heute ist für uns der dritte Tag. Heute ist Pfingstsonntag. Ja, als wir ankamen, den Tag habe ich jetzt noch nicht groß gevloggt, weil das da war Action. Also wir sind angekommen. Ich habe direkt mit der Vorstellung mitgemacht. Also wir haben eine Viertelstunde, bevor die Vorstellung angefangen ist, sind wir angekommen. Und dann habe ich direkt die Vorstellung mitgemacht, danach den Wohnwagen stellen, einkaufen und so weiter. Da hatte ich gar nicht die Möglichkeit. Deswegen habe ich gestern erst angefangen mit dem Vlog. Deswegen ist für euch jetzt Tag 2, für uns schon Tag 3. Und ja, heute ist Pfingstsonntag. Es war schon 11 Uhr. Aber ich habe gerade eben erst gefrühstückt, haben ausgeschlafen. Richtig gut. Und jetzt mache ich mir noch einen Kaffee. Und die Kleine sitzt hier gerade am Tisch und macht Schularbeiten. Und auch das gehört zum Zirkus. Für die, die sich fragen, wie das denn läuft eigentlich mit der Schule im Zirkus, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt Zirkusse, die schicken ihre Kinder in die örtlichen Schulen. Das heißt, genau genommen sind die Kinder dann jede Woche in einer anderen Schule. Und es gibt Zirkusse, die haben Privatlehrer oder Online-Schule. Das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auf jeden Fall immer ein Lehrer mal vorbei, der kontrolliert und Unterlagen vorbeibringt, und das geht auch online, dass man dann quasi über Videocall quasi Unterricht macht. Also es gibt verschiedene Modelle, wie die Kinder im Zirkus unterrichtet werden. Und unsere Kleine muss jetzt natürlich auch noch ein bisschen Schule machen. Es ist zwar Pfingstsonntag, aber gelernt werden muss ja trotzdem. Und dann geht es erstmal an die Körperhygiene und dann es geht schon fast los mit den Vorbereitungen schon wieder für die Vorstellung. Es ist jetzt 11 und um 14 Uhr ist heute Vorstellung, bedeutet, wir haben noch 3 Stunden, bis die Vorstellung losgeht. Mal gucken. Und danach wird noch vorab gebaut, das heißt, die ersten Sachen, die morgen beim Abbauen aufhalten würden, die werden dann heute schon abgebaut. Also ich nehme mal an, das Sternzelt, was da steht, und vorne der Eingangsbereich, die Zäune, das kommt schon alles weg. Alles, was beim Abbauen aufhält und was eigentlich für die letzte Vorstellung irrelevant ist, das bauen wir dann heute noch ab. Ist aber jetzt nicht so viel. Wir gucken mal, was der Tag noch so bringt. Also dann bis gleich. Ja, Freunde, noch fix gewaschen, hübsch gemacht. Und ihr hört es an der Musik wahrscheinlich schon. Es geht schon wieder los. Ich glaube, eine Dreiviertelstunde haben wir noch in etwa. Oder weniger als eine Dreiviertelstunde, ich weiß nicht. Und tatsächlich, die ersten Leute kommen schon. Das ist ja schon mal schön. Heute ist ja nicht ganz so schön, das Wetter. Kann sein, dass es dann dementsprechend heute auch wieder etwas voller wird. Wir gucken. Wir lassen uns überraschen. Erstmal muss ich meine Perücke aufsetzen und dann gucken wir weiter. So machen wir es. Backstage. Verstehst du? Verstehst du? Thank you.
Die Vorstellung ist vor wenigen Minuten geendet und ihr seht, die Sonne ist rausgekommen. Da haben wir für die Zuschauer schön die Zeit sinnvoll überbrückt. Jetzt könnt ihr alle nach Hause gehen und grillen. Und wir werden noch ein bisschen vorabbauen. Und zwar, ich denke, dass wir hier den Tunnel mit abbauen, also hier vorne, den Eingangsbereich. Und hier das Vorzelt, das Sternzelt. Das werden wir wahrscheinlich auch noch mit abnehmen. Und natürlich die Zäune einmal ringsherum. Das sind Sachen, die halten beim Abbauen grundsätzlich auf. Deswegen wird das schon vorher abgebaut, denn morgen ist ja um 11.15 Uhr die letzte Vorstellung und danach wird ja dann ganz abgebaut und ja, ich zeige euch dann das Ergebnis vom Vorabbau, wenn wir fertig sind, weil ja, die Kamera da jetzt hinstellen, ich glaube, es würde nur im Weg stellen, deswegen stelle ich sie lieber in den Wagen und dann sage ich bis später. So, ihr Schlingels, einen furchtbar schönen guten Morgen. Heute ist Pfingstmontag, der letzte Tag hier. Wir spielen heute schon um 11.15 Uhr. Es ist jetzt, glaube ich, 9:30 Uhr. Und ich bin aber seit 7.30 Uhr schon wach, denn wir haben den Stall schon abgebaut. Und ja, so sieht das dann aus, wenn der Stall abgebaut ist. Da stehen die Tiere auf der Wiese. Schön im Freien und ihr seht, die fühlen sich wohl. Ja. Bedeutet dann abends auch entsprechend weniger Arbeit beim Abbauen. Somit haben wir bloß die Inneneinrichtung vom großen Zelt und dann das Zelt selber noch und dann war es das eigentlich auch schon wieder. Problem ist aber die Wiese. Es hat natürlich wie überall in Deutschland das Wochenende geregnet, gestern auch. Gestern Abend waren wir noch Plakate einsammeln. Da waren wir unterwegs, das war sehr lustig, das ist immer lustig eigentlich. Und das war so kurzfristig und spontan, dass ich die Kamera vergessen habe mitzunehmen. Außerdem waren wir gestern noch auf der Kirmes. Da habe ich auch vergessen, die Kamera mitzunehmen, aber beziehungsweise hatte ich überlegt, ob ich sie mitnehme. Das ist immer ein bisschen unpraktisch, wenn du so eine große Kamera dabei hast, auf einer Kirmes. Und dann willst du eine Runde Karussell fahren, das stört dann doch nur. Und somit habe ich mit dem Handy ein paar Aufnahmen gemacht, die hoffe ich habe ich eingeblendet, die ich nicht vergessen habe. Und vom Schilder einsammeln, da hätte ich die Kamera mitnehmen können. Aber das war so kurzfristig, dass ich da noch mitgefahren bin, dass ich das vergessen habe. Nichtsdestotrotz, es ist richtig schwül warm. Feuchte Luft und das Ding ist, beim Abbauen hier vom Stallzelt sind meine Schuhe so klitschnass geworden. Die stehen jetzt im Wagen drin und mit dem Heizlüfter davor in der Hoffnung, dass sie ein bisschen trocknen, weil das die einzigen Schuhe sind, die ich habe. Ich habe aber die Befürchtung, dass wenn wir nachher das Zelt abbauen, dass sie dann natürlich wieder nass werden. Und da das die einzigen Schuhe sind, muss ich mit den nassen Schuhen nachher auch nach Hause fahren. Boah, da habe ich ja gar keine Lust drauf. Aber gut, so ist das. Und das ist auch, gehört eben auch zum Zirkus mit dazu, dass man mal nasse Schuhe hat. Man könnte jetzt Gummistiefel anziehen, aber ich hatte, und das ist ja das Ding, ich habe, das sind die einzigen Schuhe, die ich mit habe. Mit Ausnahme der Schuhe, die ich in der Vorstellung trage, aber mit denen kann ich ja nun nicht abbauen. So ist das eben. Ja, wie gesagt, alles schon vorbereitet für die letzte Vorstellung. Um 11.15 Uhr mal gucken, ob heute noch mal ein paar Leute kommen. Wird aber in der Regel wird das tatsächlich am letzten Tag, weil wir Papa freien Eintritt haben immer. Am letzten Tag, da kann es natürlich sein, dass es heute noch mal ein bisschen voller wird. Ja, aber wie gesagt, das ist der Alltag im Zirkus. Ne? Da hast du nasse Schuhe, nasse Klamotten. Schmutzig geht eigentlich. Ja, beim Zeltabbau jetzt hier vom Stall, da macht man sich ein bisschen schmutzig. Aber ansonsten, ja, ist immer guter Dinge. Ich koche mir jetzt noch einen Kaffee. Die Kleine schläft noch. Und dann müssen wir ja auch noch gleich nachher. Ihr seht, das Sonnensegel hängt noch dran. Das muss aber noch ein bisschen trocknen. Wenn es aber gleich noch mal regnet, ist sowieso blöd. Deswegen mache ich das erst kurz bevor wir abfahren. Und dann hoffe ich, dass es bis dahin noch ein bisschen getrocknet ist. Dann kann ich das schön einpacken. Weil nass einpacken nicht gut. Das schimmelt mir dann sonst unterm Arsch weg. Und ja, drinnen noch im Wagen Ordnung machen. Und dann fahren wir auch, weiß ich nicht, gegen 15, 16 Uhr werden wir uns auf die Heimreise machen. Dann melde ich mich wohl später nochmal. Bis dahin. Adieu. Tja, Freunde, die Vorstellung ist schon seit Stunden vorbei. Wir haben es jetzt 3:30 Uhr. Und ihr seht, vom Zelt stehen nur noch die Masten. Wir waren so gegen 13 Uhr fertig mit der Vorstellung. Danach ging es natürlich gleich zur Sache mit Abbauen. Und ihr seht, wir sind gut vorangekommen. Ich packe jetzt meinen Wohnwagen gerade zusammen. Denn wir müssen ja langsam wieder zurück. Wir haben ja noch eine
lange Heimfahrt, eine weite Strecke und ja, morgen müssen wir wieder zur Arbeit bzw. die Kinder in die Einrichtung, deswegen müssen wir auch rechtzeitig zurück sein. Ja, dann beenden wir das an dieser Stelle. Wir sind aber nächstes Wochenende auch schon wieder beim Zirkus und da werde ich den Vlog einfach fortsetzen. Und dann wird das ein schöner, großer, langer Vlog. Genauso machen wir das. Ja, den Abbau konnte ich jetzt natürlich nicht dokumentieren. Wie soll ich das machen? Ich kann die Kamera ja nicht ständig in den Weg stellen. Aber ja, so sieht das jetzt aus. Die restlichen Sachen werden noch verladen, dann werden die Masten noch runtergelassen und dann werden die noch verladen, auseinandergeschraubt und dann war es das eigentlich schon wieder. Dann sind wir nächste Woche schon wieder hier. Ich freue mich. Ja, ihr Schlingels, heute ist Freitag, das heißt, die Woche ist so gut wie rum. Montag sind wir ja quasi wieder zurückgefahren nach dem Abbauen. Heute ist Freitag. Ich habe heute frei, weil wir haben noch Mai und ich habe jetzt im Mai zwei Feiertage gearbeitet und das ist quasi ein Ausgleichstag, deswegen habe ich heute frei. Und Levi ist noch arbeiten und ja, jetzt warte ich, bis quasi Levi und die Kinder daheim sind und dann ja, können wir los. Was ihr im Hintergrund seht, sind meine beiden Kostüme. Die habe ich jetzt natürlich, muss ja auch, die Woche einmal gewaschen und auch repariert, denn es bleibt ja nun mal nicht aus. Ab und zu fällt hier mal ein Steinchen ab in der Vorstellung, auch bei den Schuhen. Und natürlich müssen die Kostüme auch gewaschen werden. Und bei der schwarzen Hose hier, bei der hier, die muss ich reparieren. Da ist nämlich der Verschluss hier aufgegangen. Das muss ich reparieren. Das ist alles wieder fit. Also auch das gehört zum Zirkus mit dazu. Die Kostüme regelmäßig waschen und natürlich gegebenenfalls auch reparieren. Das habe ich gemacht. Hier unten auch die Perücke musste ich reparieren, weil mir die Locke kaputt gegangen ist. Also habe ich eine neue gebastelt. Die habe ich fertig gemacht. Ja, sollte eigentlich nichts im Weg stehen. Das ist übrigens mein Kostümkoffer und Requisitenkoffer. Da habe ich alles drin. Das Konfetti, alle Requisiten, die Pistole, das Mikrofon, alles, was ich brauche für die Shows, die Schuhe. Und die Kostüme kommen da auch gleich noch rein. Und ja, dann können wir eigentlich schon fast losfahren. Wir werden es natürlich heute nicht rechtzeitig zur Vorstellung schaffen. Vielleicht kommen wir irgendwann während der Vorstellung an. Ansonsten denke ich eher nach der Vorstellung. Aber dann habe ich ja morgen und übermorgen zwei Vorstellungen, die ich mitmachen kann. Da freue ich mich drauf. Und auch generell auf das Zusammensein mit den Freunden ist immer wieder schön. Es ist quasi wie ja, ein kleiner Kurzurlaub. Und ja, auch wie gesagt, das gehört zum Zirkus mit dazu. Die Kostüme müssen gewaschen und repariert werden. Ich packe jetzt meinen Scheiß zusammen und warte, dass die anderen nach Hause kommen. Dann können wir los. Ich sitze wie auf heißen Kohlen. Und ihr seht auch, ich habe mich rasiert. Und wer sich fragt, warum ich keinen Bart trage, das hat einfach was damit zu tun, dass mein Make-up, das ich habe, sieht mit Bart halt merkwürdig aus. Deswegen habe ich, glaube ich, das erste Mal zum Weihnachtszirkus letztes Jahr mit dem Bart ganz abrasiert. Und das sieht halt als Clown auch viel, viel schöner aus. Was auch noch erwähnenswert ist, was viele, glaube ich, gar nicht wissen, die nicht aus der Branche kommen, ist, dass jeder Clown tatsächlich sein eigenes Make-up hat. Das heißt, es gibt eigentlich keinen Clown auf der Welt, der aussieht wie der andere. Jeder hat seinen eigenen Stil. Und ich würde mich auch gar nicht so sehr als Clown bezeichnen, sondern eher als Komödiant. Comedy. So, ist sehr außergewöhnlich. Höre ich auch häufiger, dass ich ja, ein sehr außergewöhnlicher Clown bin, schon alleine wegen dem Outfit und ja, dem Make-up. Und ja, das mal by the way. Dann würde ich sagen, packe ich schnell zusammen und harre der Dinge, die da kommen. Und dann sehen wir uns entweder unterwegs oder auf dem Zirkusplatz wieder in Wismar. Ich freue mich. So, Kinders, was soll ich sagen? Wir haben es geschafft. Wir sind in Wismar, wie man sehen kann. Und wir haben es tatsächlich noch rechtzeitig zur zweiten Hälfte geschafft. Das heißt, ich konnte noch meine Spotnummer bringen und singen am Ende. Was natürlich sehr krass ist, weil ich mich während der zweiten Hälfte fertig gemacht habe. Das heißt, ich habe mich geschminkt, habe zwischendurch noch die Moderation übernommen, Kostüm angezogen und habe dann meine zwei Sachen noch gemacht und am Ende halt abschminken. Das heißt, so wie ich mich angeschminkt habe, konnte ich mich auch direkt wieder abschminken. Du kannst abschminken, verstehst du? Egal. Aber was ich noch erwähnen wollte, hier dieses schöne Vorzelt, man nennt das im Fachjargon Sternzelt, das hat sich der Chef des Hauses neu gegönnt und das hatten wir eigentlich auch am letzten Platz zu stehen. Allerdings anders wegen der Platzverhältnisse. Und jetzt sieht man das erste Mal, ja, wie das eigentlich auszusehen hat, wenn das alles richtig steht. Dann sieht man, wenn das Licht angeht, ne? Ihr kennt das. Da wollte ich doch noch. Oh. Ja, so sieht das jetzt aus. Mit Zaun da drüben, mit Reklame, Werbung. Hier vorne der Tunnel, der Eingang, die Kasse. Da drüben noch der große Auflieger.
Ich finde, das ist richtig schön. Das sieht auch richtig schön einladend aus. Heute ist auch ein richtig gemütlicher Abend, finde ich. Die Kinder turnen im Zelt, in Anführungsstrichen. Also üben so ein bisschen auch an den Tüchern, jonglieren und so weiter. Die Mädels quatschen und die Jungs, die ruhen sich aus, außer ich. Ich sitze da bei den ganzen Hühnern mit drin. Denn der Chef oder der Zirkus, der ist jetzt hier. Moment, ich springe nochmal über den Zaun zurück. 2 Wochen hier im Ort bedeutet natürlich, dass er jetzt nicht noch groß Reklame im nächsten Ort machen muss und Vorbereitung oder sonst irgendwas. Er hat jetzt hier eigentlich so ein bisschen, entspannt in Anführungsstrichen. Zumindest kann er den Abend heute mal ein bisschen genießen, abschalten und hat mal ein bisschen Ruhe, was auch ganz wichtig ist. Das muss auch mal sein, weil ich sehe, Roberto, so heißt der Chef, ich sehe ihn immer nur unter Strom. Der ist hier immer nur auf die Beine, entweder sind es die Tiere oder Reklame oder irgendwas muss noch organisiert werden. Das ist Wahnsinn. Ja, jetzt gönnt er sich heute mal einen Abend Ruhe. Wie gesagt, die Kinder turnen im Zelt, trinken ein bisschen was. Und es ist ein ganz gemütlicher Abend. Ihr seht, das ist ein riesengroßer Platz hier. Hier ist richtig viel Platz und wir hoffen natürlich, dass hier möglichst viele Besucher kommen. Wir sind zwar rechtzeitig zur Premiere noch da gewesen, also wie gesagt zur zweiten Hälfte, aber ja. Jetzt habe ich ja hier so eine große, schicke, neue Kamera, die richtig gute Videos macht. Und jetzt werde ich die Gunst der Stunde nutzen. Die Sonne geht gerade ein bisschen unter und werde mal ein paar schöne Fotos machen. Weiß ja nicht, ob ich die jetzt hier noch ins Video mit reinpacke, aber ich mache einfach mal ein paar schöne Fotos. Blöd ist nur, die Lichterketten sind schon aus. Die waren vorher noch an. Ach, guck mal, da sieht man die Kinder ein bisschen turnen. Ja, wir wollen ja die Privatsphäre ein bisschen wahren. Und ihr wisst ja, also unsere Kinder haben auf Social Media nichts zu suchen und auch auf unserem Kanal nicht. Und dementsprechend, aber ich mache jetzt einfach mal ein paar Fotos. Und ihr wisst, wir sind rechtzeitig angekommen, noch zur zweiten Hälfte. Konnte noch ein bisschen was machen. War schon witzig. Und dann melden wir uns, ach, ich denke morgen wieder. Ich glaube nicht, dass heute gibt es nichts Zeigenswertes mehr. Aber morgen dann in aller Ruhe. Wie gesagt, wir sind ja an der Ostseeküste. Ich weiß nicht, ob das da ein Deich ist, ein Damm. Keine Ahnung. Kenne ich mich nicht mit aus. Beziehungsweise so viel kenne ich hiervon jetzt auch noch nicht. Wir sind gerade erst angekommen, mehr oder weniger, und haben auch noch gar nicht so viel gesehen. Morgen müssen wir auf jeden Fall noch einkaufen und wir müssen uns um die Autobatterie kümmern. 16:30 Uhr morgen ist Vorstellung. Wir gucken einfach mal, wie das Wetter morgen wird und wie so die Stimmung ist. Aber bis jetzt, schöner Abend. Gefällt mir. Könnten wir immer so machen, wenn nicht immer so viel Stress wäre. So bei Wochenplätzen. Bei 2 Wochen ist das schon ein bisschen entspannter. Und damit einen wunderschönen guten Morgen, heute in den Samstag rein gestartet. Es ist dezent bewölkt, aber zwischendurch lässt sich auch die Sonne blicken. Seht's? Das sieht auch ganz schön aus. Oh, ja, man sieht's. Die Sonne wirft einen Schatten in mein Gesicht. Egal. Ein stinknormaler Samstag. Heute spielen wir um 16.30 Uhr und wir gucken mal, was das wird. Wir müssen auf jeden Fall noch ein bisschen einkaufen. Das haben wir gestern nicht gemacht, deswegen machen wir das heute. Für gestern hat es einfach noch gereicht und haben wir lieber den Abend genossen. War ja auch schön. Das heißt, wir fahren gleich noch einkaufen. Und wie ich es gestern Abend noch gesagt habe, der Roberto ist schon wieder unterwegs. Ich nehme an, der verteilt Karten. Ist auch so ein Ding, da wird dann meistens auf die Parkplätze von den Einkaufsläden gefahren. Also sowas wie, weiß ich, Kaufland, Edeka, Rewe und so weiter. Und dann wird hinten an die Fenster, also quasi hier beim Heckscheibenwischer, da werden die Sonderkarten reingesteckt, wo sie dann halt 2 Euro Ermäßigung auf den Ticketpreis haben. Das gehört auch mit zur Reklame mit dazu, um auf sich aufmerksam zu machen und die Leute vielleicht zu ködern, dass sie doch, also was heißt zu ködern, aber einen Anreiz zu geben, doch vorbeizukommen. Und ich mache mir gleich noch einen Kaffee, also ganz entspannt, es ist jetzt gleich 10 Uhr. Und dann schauen wir mal, was der Tag noch bringt. Und dann vielleicht grillen wir heute Abend. Ich hoffe doch sehr. Wir haben dieses Jahr noch gar nicht gegrillt. Es wird Zeit. Es wird. Ja. Und ihr seht,
die Tiere. Ganz tief entspannt. Da hinten die Hunde. Könnt ihr alles gar nicht sehen. Ist ja auch egal. Aber hier einen schönen Wohnwagenfuhrpark haben wir hier. Das finde ich toll. Von unserem Wohnwagen an bis hinter. Schön. Richtig schön. Bis auf den Platz. Der ist nicht so schön. Hier sind Steine. Richtig fiese Steine. Das ist fürs Laufen unangenehm. Aber ja gut, gehört dazu. Na, gucken wir mal, was er heute noch so bringt. Also dann bis später. Adieu. So, die Herrschaften, wir haben es jetzt 15.30 Uhr, das heißt, in einer Stunde beginnt die Vorstellung und ihr seht, ich bin schon wieder vorbereitet, beziehungsweise in einer halben Stunde beginnt der Einlass, in einer Stunde die Vorstellung und ich bin schon wieder vorbereitet, es kann also gleich schon wieder losgehen. Ich gehe schon mal ins Zelt, bringe da alle meine Sachen hin, die ich so immer brauche während der Vorstellung und dann gucken wir mal, was heute so kommt, wer heute so kommt und dann kann es eigentlich auch schon wieder losgehen. Ha, ich freue mich. Dafür bezahlt und noch geprahlt, wenn ich schon down war. Und heute schau ich zurück, ob man's verzeiht hat und vergeben, dass du das sagen kannst. So lebt dein Leben. So war mein Leben. So, Freunde, Vorstellung ist zu Ende. Was man nicht sieht, doch wenn ich die Mütze absetze, ist, dass ich schwitze wie so ein Bär. Ist natürlich klar, gerade mit der Perücke. Es hat wieder viel Spaß gemacht und jetzt hoffen wir natürlich, dass es morgen auch wieder gut wird. Mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Wir grillen gleich noch und dann lassen wir den Abend hier schön um den Zirkusplatz ausklingen. Ich bin sicher, das wird lustig. Davon gehe ich aus zumindest. Dann sehen wir uns, wenn wir heute uns nicht mehr sehen, spätestens morgen. Aber meine Älteste, die hat fleißig mitgefilmt heute im Programm so ein bisschen. Das kann ich dann mal einbauen, weil letztes Wochenende war ich ja nur in die Kleine. Und dann wird die Große hoffentlich morgen noch mal ein bisschen filmen und dann habe ich auch ein bisschen Videomaterial aus dem Programm, wie das jetzt quasi nach über einem Jahr sich entwickelt hat. Und ich bin gespannt, mir die Aufnahmen anzugucken und auf das Ergebnis am Ende des Videos auch. Wir haben ja eigentlich nur noch morgen. Morgen wird auch nicht abgebaut, weil sie ja zwei Wochen hier bleiben. Ich kann aber nächstes Wochenende nicht herkommen, weil ich da regulär arbeiten muss. Und dementsprechend ist das erstmal unser letztes Wochenende. Und dementsprechend genießen wir heute den Abend. Und ja, da bleibt auch die Kamera erstmal aus. Vielleicht mache ich zwischendurch noch ein paar Videos oder Fotos so. Einfach nur vom Ambiente, vom Flair, von draußen. Mal gucken, schauen wir mal. Dann mache ich jetzt erstmal Feierabend. Adieu.
Achso, erstmal ein Frühkölsch zwischen. Grüße gehen raus am Ploschi. Hier oben an der Ostsee gibt's Frühkölsch. Verstehst du? Habe ich mir heute geholt. Aber nur 2 Dosen. Für mich, 2 Dosen für Levi. Weil so billig ist das hier nicht. Immerhin billiger als ein ganzer. Also als. Egal. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag. Wir haben gestern noch eine Weile gesessen, bis ich glaube 11 Uhr. Also noch im Rad. Und ja. In guter Stunde ist Vorstellung und für uns quasi ist dann auch schon wieder das Wochenende quasi fast vorbei. Wir haben dann noch ein paar Stunden, die wir hier sein können. Aber ja, ich bin eigentlich auch schon komplett fertig, bis auf die Perücke. Die fehlt noch. So, dann nutze ich jetzt mal das Display der Kamera, um die Haare hübsch zu machen. Ja, gestern habe ich übrigens von einem Zirkusfreund, also kommen ja öfter mal auch Zirkus, ich bin ja eigentlich auch ein Zirkusfreund. So nennt man die Leute, also nicht, also es sind wie Fans eigentlich im Grunde genommen, die lieben Zirkus so wie ich und die kommen auch immer von Zirkus zu Zirkus und gucken sich da die Vorstellung an. Und gestern war auch ein etwas älterer Zirkusfreund hier, mit der hat noch abends noch mit uns zusammengesessen, mit dem haben wir so ein bisschen unterhalten und von dem habe ich ein wunderschönes Lob bekommen, dafür, dass ich das ja eigentlich nur nebenbei mache und aus Hobbygründen quasi und einfach um meinen Traum zu verwirklichen, meinte er, weil er fragte, seit wann ich das professionell mache. Ich sage, ich mache das gar nicht professionell, ich mache das eigentlich nur nebenbei. Aber er sagte, das sieht halt sehr professionell aus, was ich mache. Und das ist natürlich das größte Lob, was man bekommen kann, neben dem von anderen Zirkusleuten, also von anderen, die auch Zirkus machen, wenn die dann auch Lob aussprechen und sagen, das habe ich gut gemacht und das sieht sehr gut aus, oder? Ja. Dann ist das ein richtig schönes Lob und da freue ich mich und das motiviert mich natürlich, weiterzumachen und noch besser zu werden. Wobei ich ja jetzt schon nach über einem Jahr so drin bin, bis auf die neue Nummer, die mit der Zwille. Mal machen wir die, mal nicht. Das kommt auch immer darauf an, wie viel im Publikum sitzen. Das ist ganz unterschiedlich. Aber gestern haben wir sie gemacht. Ohne Sound. Mal gucken, ob wir das heute wieder hinbekommen. Wie gesagt, ist ja auch immer davon abhängig, wie viele Besucher kommen. Jetzt schauen wir mal. 11.15 Uhr ist Vorstellung. Für uns dann erstmal die letzte, weil nächstes Wochenende muss ich regulär arbeiten. Da kann ich nicht. Aber das Wochenende drauf. Möglicherweise sind wir dann wieder da. Da sind sie in Neubuko, glaube ich, heißt das, wenn ich es mir gut gemerkt habe gestern Abend. So, naja, jetzt bin ich soweit fertig für die Vorstellung. Also ein bisschen gucken, dass man die Locke nicht sieht. Das ist immer der Gag, wenn man nämlich die Mütze absetzt und dann taucht die Locke da auf. Aber ich habe von vielen schon gesagt bekommen, dass man gar nicht erkennt, dass das eine Perücke ist. Also man möchte meinen, das wären echte Haare. Für 10 Euro bei Amazon, top, gut. Ich habe natürlich auch ein bisschen dran gebastelt für das Löckchen, aber ja, der Effekt am Ende beim Singen, die Perücke abzunehmen, der ist immer ganz großartig. Tja, jetzt gebe ich natürlich noch mal 100%. Insofern denn 100 Leute kommen, damit das heute noch mal eine richtig tolle Vorstellung wird und ich richtig Spaß habe, auch wenn ich gerade erst aus dem Bett gefallen bin. Jetzt warte ich noch, dass mein Kaffee fertig ist und dann bin ich eigentlich auch schon fit. Soweit.
Tja, Freunde, und es ist schon wieder Sonntag, das heißt, das Wochenende ist schon wieder rum. So schnell vergeht die Zeit. Ja, ich habe es jetzt mal grob überschlagen. Seit gut 14 Monaten sind wir mehr oder weniger regelmäßig dabei. Und ihr habt ja jetzt wahrscheinlich gerade auch die ganzen Aufnahmen gesehen vom Programm und vor allem, wie ich mich quasi jetzt in dem Jahr entwickelt habe. Und das ist schon ein ganz gewaltiger Schritt, finde ich. Finden aber auch viele andere. Tja. Nichtsdestotrotz neigt sich die Zeit hier dem Ende entgegen und wir haben jetzt mal zwei Wochenenden zusammengefasst in einem Vlog, wie das hinter den Kulissen, vor den Kulissen, wie auch immer, so abläuft. Wenn ihr noch Fragen habt, wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wo ihr sagt, hey, das würde mich noch interessieren, dann schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare, denn ich bin mir sicher, das kann man sicherlich noch mal wiederholen, so ein Vlog. Es wird, und das kann ich definitiv nach 14 Monaten sagen, nach über einem Jahr, es wird niemals langweilig. Es gibt immer irgendwas zu erleben hier, es passieren immer irgendwelche Dinge, man trifft immer wieder neue Leute und ein, wie gesagt, wenn euch da noch irgendwas auffällt, wo ihr sagt, boah, das würde mich noch interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare unten und dann beende ich diesen riesengroßen Vlog. Es ist, denke ich, doch ein sehr großer Vlog jetzt geworden, den beende ich jetzt hier. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat auch vielleicht den einen oder anderen, das ein oder andere Interesse geweckt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ob bei einem Vlog oder bei einem Bauvideo. Wir werden sehen, ihr auch. Und deswegen schaltet nicht ab. Abonniert den Kanal, wenn das neu für euch war. Sicherlich wird es da bestimmt noch mal das ein oder andere Video geben. Ja, dann bleibt mir eigentlich nichts mehr anderes übrig als zu sagen, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald. Ciao.